Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute gibt es mal wieder einen wundervollen Vlog von mir. Und wie ihr sehen könnt, bin ich gerade schwer aktiv. Ich bin ein bisschen spazieren. Ich habe euch ja schon in meinen Plänen für 2023 erzählt, dass ich meine Lebensqualität steigern möchte. Und ja, dazu gehört natürlich auch, dass ich meinen Popo von der Couch hochbekomme oder ja vom Bürostuhl auf der Arbeit und dann im Feierabend ja mal rausgehe. Ja, kann ich nur empfehlen, tut dem Körper mal richtig gut. Und ich dachte, ich nehme euch mal ein bisschen mit, zeige euch, was ich so mache, hoffe, dass die Qualität hier von meinem Handy und Headset einigermaßen in Ordnung ist und ja, quatsche ein bisschen mit euch. Meine Woche war eigentlich ganz cool, habe mir ein paar Wohnungen angeschaut und ach, immer wieder lustig zu sehen, wie manche Menschen so drauf sind, wenn du denen dann erzählst, ja, wie sieht das denn aus mit Tieren? Ich hätte da ein paar Geckos und ja, wenn man dann die Reaktion sieht, das ist schon sehr lustig anzusehen, wie manche Menschen dann reagieren. Also da sind wirklich dann die Augen aus dem Kopf gesprungen und das Gesicht ist dezent bleich geworden, womit sich das natürlich bei der Wohnung direkt erledigt hat. Die nächste Wohnung war deutlich besser, aber ich hatte so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl dabei. Und ja, man kann sagen, was man will, am Ende des Tages sagt das Bauchgefühl doch sehr viel aus und ich höre jetzt drauf und habe dann bei der Wohnung auch abgesagt. Also ich gucke dann lieber noch mal ein bisschen, ob ich nicht was Besseres finde, weil, naja, ich möchte ja auch ein bisschen länger dann da wohnen. Ne? Also bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie überstürzt ausziehe, nur weil ich aus meiner alten Wohnung raus will, um dann in irgendwas einzuziehen, worauf ich keinen Bock habe. Neben den Wohnungsbesichtigungen war ich dann tatsächlich auch noch mal im Baumarkt. Ich hatte mir zwar eigentlich vorgenommen, jetzt für das neue gefundene Terrarium eine Rückwand zu bauen, wenn ich umgezogen bin, aber ja, wenn man dann so nach Feierabend zu Hause sitzt und alles, was man sich vorgenommen hat, schon erledigt ist, sowas wie Sport machen und essen und schlafen und ja, was man halt so macht, ja, dann kommt man auf die dumme Idee, ach, du könntest ja noch mal eine schöne Rückwand bauen. Aber eigentlich willst du das ja erst in einer neuen Wohnung machen. Aber dann dachte ich mir, was soll's? Du kannst ja schon mal anfangen. Also ich in den Baumarkt mit dem Vorsatz, nicht unbedingt viel Geld auszugeben. Hat auch tatsächlich geklappt. Einziges Problem war, ich hatte mich dann noch entschieden, Richtung Pflanzabteilung zu gehen. Und auf dem Weg dahin, ja, da gab es dann den Sale-Stand. Und ich habe mir tatsächlich einen neuen Klodeckel gekauft. Ja, ich habe zwar keine neue Wohnung, aber wenn die Wohnung da ist, habe ich jetzt einen total fancy Klodeckel. Und sind wir mal ehrlich, wie oft sitzt man denn in seiner Freizeit auf der Toilette? Ne? Also man muss das mal in Lebenszeit hochrechnen und dann dachte ich mir, komm, die Investition lohnt sich, der ist schick, der ist reduziert, den nimmst du mit. Ja, so viel dazu, wisst ihr jetzt auch Bescheid. Bin dann in die Pflanzabteilung gegangen, aber ja, da war halt wieder nur der Standardkram, Efeu, Tuto, Philodendron und sowas und da habe ich dann nichts gekauft. Bin dann tatsächlich mit, ja, ich glaube knapp 30 Euro aus dem Laden rausgegangen. Ich glaube, so wenig habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr im Baumarkt gelassen. Also normalerweise ist das so, ich gehe für zwei Teile hin und komme mit 100 raus. Aber ja, habe ich ganz gut gemacht, weil ja, momentan möchte ich natürlich ein bisschen sparen, weil ich ja dann auch, wenn ich denn mal umgezogen bin, auch bei den Terrarien einiges neu machen möchte und ja, kostet halt ein bisschen was, selbst wenn man viel selber macht. Ja, da kommt man schnell auf ein paar Beträge, wo man sich denkt, müsstest du noch mal ein bisschen was sparen. Ne? Also vielleicht kennt ihr das. Ja, und ansonsten, Sportprogramm läuft auch total. Dazu eine lustige Anekdote. Ich habe ja wieder bei meiner Arbeit angefangen, wo ich vor einigen Jahren schon gearbeitet habe. Und ein Kollege direkt, Mensch, du hast aber abgenommen. 10, 20 Kilo? Ich habe den erstmal ausgelacht und dachte, war ich so fett, ja? Das ist so ein bisschen Beispiel, man ist nur so fett, wie man sich wirklich fühlt. Also 20 Kilo fand ich schon eine harte Ansage. Ja, es waren jetzt effektiv ja, in den letzten paar Monaten tatsächlich 10 Kilo, die runtergegangen sind. Aber mein Sportprogramm läuft schon richtig und ich habe jetzt auch schon wieder 6 Kilo drauf, wovon ein Großteil jetzt auch tatsächlich Muskeln sind, yay. Damit ich dann später auch meine Boas hochgehoben bekomme, wenn die mal adult sind. Und ja. Das funktioniert. Also meine Vorsätze für dieses Jahr laufen. Kann euch nur empfehlen, hört auf keine Worte, sondern schaut euch die Taten an. Und das auch bei euch selber. Also wenn ihr sagt, ja, ich mache das und das und das,
labert nicht rum, macht es einfach. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug das Öhrchen abgequasselt. Für die Leute, die sich jetzt den Vlog tatsächlich gegeben haben, vielen Dank, dass euch mein Leben so sehr interessiert. Ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß dabei. Ich gucke mir sowas bei anderen Leuten auch an auf YouTube, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, gerade einen Pfannkuchen backen und dann über Reptilien reden. Finde ich super, finde ich authentisch. Keine Ahnung, ob ihr das genauso seht. Könnt ihr mich gerne wissen lassen. Dann werde ich immer mal zwischendurch so einen Vlog reinhauen. Wird jetzt nicht so die mega Aufrufe erzielen, aber meine Güte, ein bisschen Persönlichkeit mal in die Videos bringen, finde ich ganz wichtig. Und ich denke, das hebt sich auch so ein bisschen von diesem Standard-Content ab, wo zum 3 Millionensten Mal gezeigt wird, wie eine Schlange gefüttert wird oder wie man Geckobrei anrührt. Ja, ich weiß, ich habe euch das jetzt auch teilweise eingeblendet, aber ich will euch halt nicht die ganze Zeit nur zeigen, wie ich hier spazieren gehe. Und dann ist das, glaube ich, ganz nett zu sehen. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann bald auch in ein paar anderen Videos wieder, wo es dann auch nochmal ein bisschen mehr um Reptilien geht und ja, auch ein bisschen mehr Mehrwert, ne? Also das ist dann schon auch längerfristig immer noch meine Intention, euch so ein bisschen was zu zeigen, vielleicht irgendwie was beibringen zu können, was ihr noch nicht kennt. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann ganz bald wieder. Ciao, ciao!